Willkommen zurück zu Miitopia! Wir sind hier mitten in einer Quest drinne, in der, ich glaube, dritten Quest war das. Und wir wollen jetzt Soldo helfen, Süßigkeiten zu finden. Und unsere Hauptquest ist gerade immer noch, die vier Schlüsselteile zu sammeln. Eins haben wir schon. Aber wo sind die anderen drei? Nach denen suchen wir gerade. Vielleicht, wenn wir Glück haben, befindet sich das sogar hier. Aber ich denke nicht. Ich glaube, das hier ist einer von den beiden Missionen, die gar nichts hat. Aber wir wissen es noch nicht. Die nächsten paar Folgen werden auf jeden Fall ein bisschen mit den Quests zusammenhängen. Ich kann es nicht ändern. Das Spiel möchte halt, dass wir wieder Quests machen. Okay. Ich denke mal, dass dann zumindest der Himmelsturm das Finale sein wird. Dass sich dort der dunklere Fürst Iwata aufhält. Und ja. Dann besiegen wir das Böse. Demnächst. Nicht in dieser Folge. Auch nicht in der nächsten. Auch nicht in der übernächsten. Aber demnächst. Auf jeden Fall. Und hier ist eine Kiste. Mit Schleimgelee. Boah, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ist das Ende oder wird noch ein Kampf kommen? Warum noch ein Kampf, oder? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Was ist lang dieser Weg? Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Kampf. Aber nein. Juhu, Igitt fühlt sich wieder besser. Und ja, ich könnte vielleicht auch den Namen von Igitt ändern, dass der zum deutschen Namen passt, aber das habe ich jetzt. Das ist jetzt zu spät eigentlich dafür. Also. Ist es nicht wichtig. Könnte ich machen, aber muss nicht unbedingt. Yay. Wir verstehen uns besser. Will sich noch jemand hier besser verstehen? Nein? Gut. So, wo führt das jetzt hin? Führt das zum Ende von dieser Quest hin? Ist das Ende von der Quest? Yep. Darum ist das Ende der Quest. Dann können wir gleich eine neue anfangen. Ich habe noch eben das Level hier auf Screen zu Ende. Oh no. Plopp, da ploppen wir wieder aus dem Level raus. Ich bin fertig. Und hier oben finden wir nun die Süßigkeiten, nach denen wir suchen. Habe ich recht? Natürlich habe ich recht. Wo soll es denn sonst sein, wenn nicht hier? Auf der Spitze des Berges. Oh. Moment mal. Diese super Süßigkeit muss ganz nah sein. Das Monster da hat sie. Hör damit! Was ist das für ein Viech? Der ganz alte Opa mit den anderen Opas, niemand Todesdämon, der ganz rechts. Ja gut, der links ist auch lustig. Die sind alle lustig. Ein kleiner Bosskampf gegen drei riesige, starke Jungs. Holy, seid ihr stark. Oh oh. Ich habe so viele Leben. Ich habe fast 100 HP und Girlfriend auch schon 90. Ja. Richtig, richtig viel haben wir. Und die machen so viel. Fand es gar nicht mal so schlecht, eigentlich gesagt. Auch wenn es nur einen getroffen hat. Immer wieder so schnell spam, damit das hier schnell vorbeigeht. Bam, 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 bam. Okay, Young Mike, du machst wirklich wenig Damage. Hä? Hä? Bunny, warum bist du sauer auf Young Mike? Was hat er getan? Hä? Ah, okay. I guess. Hä? Verwirrt. Schreibe ich jetzt selbst. Ah. Oh no. Ja, Bunny hat keine gute Verteidigung, wie man merkt. Ganzes Wagen! Wir sind beide richtig. Oh, wir sind alle drei richtig depressiv deswegen. Nein. Komm, sie ist doch wieder am Leben. Ist doch wieder alles gut, oder nicht? Oh, die Armen. Ja, die arme Prinzessin Bunny. Die arme Prinzessin Serenity wurde umgebracht. Da wäre ich auch so wütend. Bam, bam. Daneben. Oh Gott. Also, können die nicht mehr angreifen? Oder wie ist das? Ich pack mal Mike nach hinten, weil er weint ja die ganze Zeit. Ich glaube, so kann er gar nicht richtig kämpfen. Was ein ziemlich schwieriger Bosskampf. Ich habe nicht gedacht, dass er so schwer sein wird. Zack. Girlfriend ist irgendwie umgefallen. Die Arme, wie die da sitzt. Die tut mir irgendwie leid.
Oh, das ist vorhin passiert. Ah. Bam, bam. Ach, die leben immer noch. Oh, Zorn verflogen. Ja, weil Bunny wieder lebt. Bam. Mir geht's wieder besser. Oh, oh. Okay, nice. Komm, jetzt drauf da. Verdammt, muss auch mal angreifen hier. Oh, 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 oh. Ja. Nein. Doch nicht gut. Nein, Girlfriend. Ey, warum ist dieser Kampf so schwer? Bunny, helf mir mit. Ja. Bam. Ja. Ich helf dir. Feuer frei. Bam, bam. Nochmal. Bam, bam. Alter, das ist wirklich ein schwerer Bosskampf. Damn. Ah, Mega Blitz. Ja, einen haben wir. Einen haben wir. Oh, oh, das wird ziemlich knapp. Aua. Nee, nicht sterben. Bitte nicht. Erster Beistand. Vihan. Ah, oh, was ein schönes Geräusch das war. Ich lebe wieder. Ich werde jetzt Young Mike extra nicht heilen, weil die Zahl lustig ist. Er wird doch schon überleben. Ihm geht's doch gut. Bitte geh nicht. Oh, wie süß. Das war richtig knuffig. Oh. Komm, du musst aber nach hinten. Ich verzeih ihm das, weil das so süß war. Verreckt. Bam. Die leben immer noch. Nein, nein, nicht, 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 nicht. Ich darf nicht sterben. Nein, Bunny! Nein! Oh Gott, der Kampf läuft überhaupt nicht gut. Und jetzt reicht's. Ultrafizieren. Und du hilfst auch noch ganz schnell mit. Boah, der Kampf läuft überhaupt nicht gut. Warte, warte, Streuer, Streuer. Okay, du greifst an. Oh, nice! Gut gemacht! Ja, du bist toll. Okay, einer lebt noch. Komm, das kriegen wir hin. Alter, das ist ja der schwierigste Kampf bestimmt. Bam! Bam! Auf da! Muss heilen. Muss schnell heilen. Hä? Ach so. Okay. Auf da, auf da. Oh oh. Na, daneben. Haha. Ich helfe dir. Bam, bam, bam. Puh, das war wirklich der schwierigste Kampf bisher. Beide Mädels sind auf den Daumen gegangen. Aber ich und ich haben es geschafft. Und Level up erreicht. Barriere gelernt. Errichte eine Barriere, die deinen erlittenen Schaden reduziert. War das nicht eine Pokémon-Attacke? Level up für Girlfriend. Und die 6000 Bonus-Erfahrung hier in dem Buch. Level 20 für Young Mike. Und ein Teufel-Check. Das ist also die super süße Süßigkeit. Ein winziger Happen kann ja nicht schaden. Boah, wie lecker. Das ist einfach zu gut. Aber das ASMR war ein bisschen cringe, Mike. Es gehört dir auch nicht, das Ganze allein zu futtern. Deshalb darfst du haben, was ich übrig gelassen habe, aber nur, wenn du das cringige ASMR lässt. Teufelstörtchen, Doppelsternchen, dreimal. Bis dann. Alles klar. Ja, das war die Quest. Länger als ich gedacht habe. Und ja, es hat uns nicht im Spiel weitergebracht. Es war nur eine Bonus-Quest, I guess. Okay. Da, 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 bam, bam. Oh, da möchte jemand mit Bunny reden. Du, du. Eigentlich müsste ich ja Bunny jetzt zu Young Mike legen, ne? Bam, 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 bam. Bam. Vielleicht mache ich das sogar. Die müssten sich vertragen. Machen wir es so, oder? Hm, kennt ihr beide euch schon? Ja, ein bisschen. Ja, die beiden können sich ja jetzt ein bisschen kennenlernen, ne? Warum nicht? Ja, irgendwas anbieten. Glänzenden Dolch kann ich kaufen. Außer du kaufst ihn diesmal wieder nicht. Doch, diesmal hast du ihn gekauft. Okay.
Er sieht ziemlich cool aus, aber... Fisch! Wir wollen natürlich Fischkills machen. So, wir ändern kurz unser Team. Packen euch beide mal rein. Und ja. Brauchen jemanden, der viel Damage macht. Und das wäre dann Professor Igitt. So. Hälfte der Quests haben wir durch. Und mit ungefähr der Hälfte der Parts. Ja. Was auch immer du bist. Die Süßigkeit war so lecker. So etwas Süßes habe ich im ganzen Leben noch nicht gegessen. Ich wünschte, ich könnte das noch einmal essen. Dann mach doch einfach den Plot nach von Franz gegen Zombie 2. Einfach in die Zeit zurückreisen, um es nochmal zu essen. 21. Boah, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ne? Wie bin ich vergesslich? 20. 21. Gut. Warum steht da überall leicht? Okay. Gut, Pikachu, du bist als nächstes dran. Kampfsportkatze Pikachu. Miau. Pikachu. Eines Tages... Okay, komm. Lest einfach vor. Eines Tages ist er mit einem Juwel heimgekommen. Aber es war irgendwie gruselig. Ich habe ihn angebrüllt, er soll das sofort wegwerfen. Und zwar weit, weit weg. Aber ich habe ihn wohl erschreckt. Deshalb ist er von daheim ausgerissen. Jetzt mache ich mir Sorgen. Kannst du mir nicht helfen, meinen kleinen Schnuff zu suchen? Pikachu hat ein Haustier. Eine Maus. Ein Pichu. Keine Ahnung. Okay. Wir sollen den kleinen Schnuff suchen. Irgendwo auf was zum Geier ist der? Oh, du kommst mit. Okay. Was ein komisches Pikachu das doch ist, oder? Senkt wenn Katze. Oh, da unten ist ein Goldplank. Ah! Ja, jetzt können wir endlich diese anderen beiden Orte, also Watzengeier und dieser Schneegletscher, können wir beide nun endlich erforschen. Ja, darauf habe ich gewartet. Sehr lange sogar. Jetzt können wir endlich neue Orte erforschen. Und näher an die 100% kommen. So, kurz hier ein bisschen Geld abgestaubt. Ja, wo das hinführt, sollte, glaube ich, jedem klar sein. Jupp. Keine Ahnung, wie groß dieses Gebiet ist, aber ich sehe da hinten so eine Villa. Da, Schauerpfad. Neues Gebiet. Sieht richtig cool aus. Ich liebe diese Villa da hinten. Erinnert mich ein bisschen an Luigi's Mansion. Auch coole Musik hat das. Noch coole Gegner. Ein Hammergeist. Ja, Geister, Luigi's Mansion. Ist hier irgendwo Prinzessin Luigi zufällig? Wer weiß. In nebenan war ja auch random einfach der König irgendwo. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass sie hier ist. Ja, sie. Können Prinzessin männlich sein? Ems, keine Ahnung wie das heißt. Ems. Keine Ahnung, dieser Bullshit halt. Ich mag die Musik hier, die ist cool. Auch die Kampfmusik ist cool. Ist sowieso immer cool. Es gibt zwar welche, die ich mehr mag und welche, die ich weniger mag, aber das ist, glaube ich, normal. Heilung.exe. Sehr interessanter Ort hier. Bei was zum Geier. So, ist es hier vorbei, das Level? Oh, it's one of those. Auf Reisen zählt nur eins, die Freundschaft. Und die drei Spielscheine. Dafür machen wir das alles hier. Ha. Lo. Lala, dubidubidu. Von wem ist das denn? Von mir natürlich. Ganz schön cool, ha? Das kommt mir aber bekannt vor. Hä? Kann gar nicht sein. Das habe ich gerade frei improvisiert. Oh, ich hab's. Das klingt wie wenn man auf einen Maulwurf tritt. Warum sind wir noch gleich befreundet? Ja.
Ja. Einen Brief erhalten. Lieber Mike, Bubbles, sie ist immer so fesch und knallhart noch dazu. Und viel knallhart sie ist. Danke, dass du sie gerettet hast. Dein Dügel. Okidoki. Das haben wir ziemlich lang geladen. Wollt ihr was haben? Heiterkeitsrobe. Okay, seltsamer Name. Wäre eine coole Robe für ganz Anfang des Spiels. Aber jetzt, bis Ende des Games, sieht es nicht mehr so cool aus. Ja, immerhin sind die Stats ein bisschen besser. Ja. Dum, ba, dum, bam, bam. Machen wir mal weiter. Dum, 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 dum. So, wir werden gleich mit Tingle reden und uns gleich mal die Teleporter anschauen und uns gleich mal das Level anschauen. Für euch wird es aber wahrscheinlich jetzt sofort wieder sein. Ungefähr. Eine Kiste mit Bonbons. Und das sollte jetzt hier, glaube ich, das Ende sein oder kommt jetzt noch was? Nee, das war's. Okay. Wahrscheinlich hier noch ein Level Up mit irgendwem. Drei sogar, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oh, yay, Young Mike wurde verziehen. Yay, ihr versteht das aber sehr, sehr gut, ihr beiden. Level 19 schon, ist mir gar nicht aufgefallen. Nice. Ja, wir werden die Quest wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr schaffen. Aber so schlimm ist das ja nicht. Vielleicht kriegen wir dann dafür in der nächsten Folge zwei Quests hin. Ich weiß halt nicht, wie lang dieses Gebiet hier ist, aber wir werden bestimmt das meiste heute noch machen, schaffen. Level 28 mit dem Pferd. Auf dich. Ja, leisten kann ich mir sowieso jetzt nichts. Machen wir einfach weiter. Dumm, dumm. Reden wir mit Tingles. Es gibt mal wieder ein Quiz, Leute. Komm mal kurz zu, ich bin's wieder. Coole Limpa. Schatzschieber spielen wir heute. Lass uns gleich anfangen. Schatzschieber. In welcher Küste steckt der Schatz? Hast du eine Chance, hol dir den Preis. Start. Ah, okay. Die dritte Kiste. Yep. Starke Leistung. Was war's schon? Ich hatte es schon dreimal. Ja, das war nicht schwer. Das war ziemlich langsam, also war es nicht schwer. Nice. Okay, da sollen wir lang. Wo kommen wir hier durch? Oh Gott. Oh Gott, ein riesiges Schloss hier. Okay, was ist da unten? Moment, ist das hier denn Bonus? Ich glaube, das hier ist Bonus, dann machen wir das hier mal. Ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, das ist wirklich Bonus hier. Wow! Wo sind alle hin? Hallo? Hey, Geburtstag! Danke! Dauert zwar noch ein paar Monate, aber yay! Törtchen erhalten! War es eigentlich mein Geburtstag? Nein, war es nicht. Aber mit dem geschenkten Gaul, schaut mal nicht ins Maul. Wir nehmen es einfach mit und freuen uns über den Kuchen. Ist bestimmt lecker. Bist du immer so aktiv? Was? Ich? Nein, Quatsch! Ich bin total unausgeschlafen! Völlig verpennt! Dann will ich dich da nicht ausgeschlafen erleben. Ja, da macht sie nämlich 20 Vocaloids an einem Tag. Viel Spaß. Kiste! Bratkreifchen. Ah, wieder so ein riesiges Level. Na gut, immerhin gab es hier keinen Gegner, glaube ich. Also ich habe jetzt gerade nicht. Also ich glaube, es kam jetzt gerade kein Gegner. Außer ich bin gerade ziemlich dumm, aber. Ich glaube, da kam gerade kein Gegner.
Blub. Level 29. Waschechte Freunde. Die waschen sich nämlich gegenseitig. Und zwar auch an manchen Stellen, wo das normal ist natürlich, dass sich Freunde da waschen. Ja. Wo führt denn das jetzt hin? Rechts? Oh Gott. Okay. Ja, mach ich jetzt mal das hier noch schnell fertig. Level 20, Schwur Bonnie, Parfüm gelernt. Verwirre deine Gegner eventuell mit einem bezaubernden Parfüm. Ui, was wird das denn, Mike? Willst du Level 20 mit Professor Kit erreichen? Was hast du denn da? Ein Löffel! Ja, schick, schick. Hat nicht geklappt. Aber jetzt seid ihr Level 20! Beste Freunde! Yay! Ist das nicht schön? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass ihr jetzt andere Leute kennenlernen müsst, ne? Ihr zum Beispiel habt beide euch schon sehr lange nicht getrennt. Welchen Level seid ihr eigentlich miteinander? Level 8 nur. Oh, hä? Okay. Ihr habt euch ja wieder vertragen. Ihr könnt aber auch leveln. Ich könnte mit Maike vielleicht leveln oder mit Freddy. Ich möchte die halt nicht mehr miteinander hier haben. Könnte eigentlich mit Girlfriend ein bisschen kuscheln, ne? Und dann könnte Igitt ein bisschen mit Miku kuscheln. Können wir ja mal ausprobieren, ne? Herzchen Deutsch. Oh Mann. Oh Mann. Es sieht cool aus, muss ich zugeben, aber es hat sogar eine sehr ähnliche Form zum Fisch. Fisch. Komm, es ist. Die Ente braucht den Fisch. Weil. Ja. Genau, das ist mein Argument. Weil ja. Ja. Oh nein. Mike ist krank. Die Arme. Jetzt kann sie sich nicht mehr mit Girlfriend unterhalten. Not good. Aber Jesus kann sich mit Verdonna unterhalten. Oder mit ihr sich hinlegen. Und Young Mike auch. Ja. So, und jetzt bin ich fertig hier mit diesem Level. Und ich kann hier nicht runter. Okay, ich mach mal das hier. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist oder ob das hier Bonus ist. Aber ich gehe erstmal hier lang. Ansonsten, wenn das hier der richtige Weg ist, können wir nochmal zurückgehen zu diesem anderen Level, was auf der Overworld war. Na, ist ja nicht schlimm. Machen wir die Level halt out of order. Solange wir alle machen, ist es ja nicht schlimm, oder? Aber vielleicht schaffe ich es auch gar nicht mehr in dieser Folge. Vielleicht seht ihr schon, aber die Folge geht nicht mehr lange. Ist das das letzte Level? Ich kann es noch nicht sagen. Ich kann das live noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie lange das Level hier geht. Bam, es kann gut sein, dass das hier das letzte Level dieser Folge ist. Aber kein Problem, nächste Folge machen wir die Quest zu Ende und fangen auch noch eine neue Quest an, die vielleicht auch schon nahezu beenden können. Mal schauen. Dum dum dum, bitte dum, bitte dum. Dubidu-la. Was am alles in der Welt singst du denn da? Hab ich selbst komponiert. Eine Mischung aus Jazz und Avantgarde-Funk. Cool, oder? Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Aber ich habe mir die Melodie doch gerade erst ausgedacht. Was jetzt mein? So klingt es, wenn man zu kalt duscht. In Zukunft singe ich nur noch, wenn du im Gasthaus bleibst. Aha. Okay. Gegner wollen aber mitsprechen. Das Gesicht von dem ganz links. Komm schon, abknutschen, schnell weg mit ihm. Oh, oh. Blauer Slime, der uns abknutschen möchte. Ich kriege Albträume. Flashbacks. Das wird niemand verstehen, aber
an die zwei Personen. Oder wie viele es auch verstehen werden. Ja. War funny, oder? So, 1600 Gesichter gerettet. Boah, richtig cool, Leute. Und mit dieser coolen Aktion, die wir hier freigeschaltet haben, beenden wir die Folge. Außer die wollen hier noch irgendwie irgendwas. Ja, Young Mike will noch kurz hier mit Verdonner reden. Okay. Wenn es euch gefallen hat, seid doch beim nächsten Mal dabei. Wird genauso wie heute sein. Bam, bam.